Sintflutartiger Regen verursachte einen großen Einbruch einer Landstraße in Shaanxi, Nordwestchina. Das 8 Meter tiefe Loch löste ein Verkehrschaos aus. In der Provinz Shaanxi im Nordwesten Chinas gab es heftigen Regen. Er spülte das Fundament der Landstraße 108 nahe Fuping weg und hinterließ ein riesiges Loch. Der Verkehr kam zum Erliegen. Das Loch 15 Meter lang, 7 Meter breit und 8 Meter tief. Als Ursache nennen die Behörden den Regen von letzter Woche. Die Überschwemmung am 28. Juli unterhöhlte das Fundament der Landstraße, dort, wo die zwei Flüsse zusammentreffen. Das spülte den Sand und Kieselstein des Straßenunterbaus weg. Örtliche Straßenarbeiter sagen, heftigen Regen habe es in den vergangenen Jahren regelmäßig gegeben, aber noch nie wurde solch beträchtlicher Schaden verursacht. Schwere Regenfälle gab es letzte Woche in vielen Teilen der Provinz Shaanxi. Laut dem Büro für Zivilangelegenheiten entstanden Schäden von nahezu 35 Millionen Euro.